Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es muss ja große Ratlosigkeit bei der CDU herrschen, donnerstags was beantragen wir als Aktuelle Stunde. Oh, im Pressespiegel ein Artikel zu Brücken. Könnten wir mal eine Aktuelle Stunde zu machen. Wäre vielleicht eine Idee. Wir haben im Ausschuss sowohl Ende März als auch Ende Januar ausführlichst, ich zitiere jetzt nicht mit Erlaubnis der Präsidentin, ich zeige es einfach nur, ausführlichst die ganzen Listen vorgelegt bekommen vom Ministerium, und zwar nicht auf Nachfrage der CDU, sondern als Bericht der Landesregierung, wie der Zustand der Straßenbrücke in Nordrhein-Westfalen ist. Ausführlichst, einmal 87 Seiten, einmal 25 Seiten. Und jetzt, zwei Monate später, kommen Sie auf die Idee, hier zu diesem Thema eine Aktuelle Stunde zu beantragen. Da muss man sich ja fragen, was soll das? Und wenn man dann, Herr Rasche, wenn man Ihre Rede gehört hat, das ist so die alte FDP-Linie, im Himmel ist Jahrmarkt, wir finanzieren alles. Wir sind zwar gegen jegliche Steuereinnahmen und gegen jegliche Steuererhöhungen, wir wollen auch möglichst viel privatisieren, aber wir finanzieren alles, jeden Straßenbau, jede Umgehungsstraße, jede Planung, alles ist finanzierbar. Das ist die alte FDP-Linie, die Sie gerade noch mal mit Ihrer Rede hier deutlich gemacht haben. Wir wissen doch längst, dass wir priorisieren müssen. Und das hat diese rot-grüne Landesregierung gemacht. Wir haben klar gesagt, was geht und was geht nicht. Wir haben raufgesetzt den Etat für Straßensanierungen. Das ist vorletzte Woche bekannt gegeben worden, 100 Millionen Euro für Landesstraßensanierung in diesem Jahr. Und dann gab es Presse. Herr Cooper, Sie sind jetzt dran. Sie habe ich genau im Blick, weil Ihr Zitat, das habe ich mir genau angeguckt in der Neuen Westfälischen. Die CDU, die nicht mal 50 Millionen Euro im Jahr ausgegeben hat für Straßensanierung, Ausnahme war 2009, da war es mal ein Stückchen mehr. Die CDU geht jetzt an die Presse und sagt, bei den 100 Millionen Euro, die jetzt von Rot-Grün in Straßensanierung an Landstraßen gehen, das wäre ein Tropfen auf den heißen Stein und völlig unzureichend. Der Verkehrsexperte Cooper, ich bin jetzt 5 Jahre im Ausschuss, ich habe Sie da kein einziges Mal gesehen. Da gehen Sie an die Presse, und die Presse schreibt das auch noch, ohne zu recherchieren. 100 Millionen Euro wäre ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, während die CDU in Regierungsverantwortung, wo ist eigentlich Ihr früherer Verkehrsminister Lienkämper heute, der das ja politisch zu verantworten hat, heute parlamentarischer Geschäftsführer? Wir haben Aktuelle Stunde. Wo ist er denn jetzt gerade? Man fragt sich, ja. Sie haben in Regierungszeit nie mehr als 60 Millionen Euro an Sanierungskosten aufgegeben. Und werfen uns vor, wo wir das verdoppelt haben, den Etat, das wäre ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist schon ein ziemlich starkes Stück. Und in die gleiche Melodie steigt die IHK ein. IHK NRW macht jetzt Anfang Juni einen großen Verkehrskongress. Und der IHK-Vorsitzende fordert jetzt eine Verdopplung. Und das ist die gleiche IHK. Das ist die gleiche IHK, die im Bundestagswahlkampf vor 2 Jahren, als die Grünen vorgeschlagen haben, Steuererhöhungen bei Gutverdienern in die Infrastruktur, 1:1 in die Infrastruktur zu stecken, die gleiche IHK, die da Sturm gelaufen ist, das wäre ein Anschlag auf den Wirtschaftsstandort, die gleiche IHK fordert jetzt eine Verdoppelung bei den Sanierungsausgaben. Da muss man doch sagen, wo soll das Geld herkommen? Und diese Frage, wo das Geld herkommen soll, wird von der CDU und sowieso von der FDP nie beantwortet. Sie machen reine Polemik. Das ist Wohlfühlopposition. Auf der einen Seite immer mehr fordern, auf der anderen Seite immer kritisieren, dass die Landesregierung zu viel Geld ausgibt. Immer nach dem Motto, wasch uns den Pelz, aber mach uns bloß nicht nass. Und das sieht man hier in dieser Debatte heute mal wieder an Ihren Beiträgen von Herrn Fussem und auch Herrn Rasche. Die Landesregierung hat klar informiert im Ausschuss. Wir hatten transparente Informationen, ich habe das eben gesagt, zweimal allein in diesem Jahr mit ausführlichen Listen. Es gibt die zentrale Baustellenkoordination. Wir sind DEGES beigetreten. Warum muss eine rot-grüne Koalition DEGES beitreten? Ein Projekt, was ja in schwarz-gelber Regierungszeit, in damaliger Bundesregierungszeit entstanden ist. Wir haben das gemacht. Wir haben uns auf Bundesebene eingesetzt für die Fortschreibung der Entflechtungsmittel. Es ist doch völlig unklar, wie nach 2019 hier in dem Bereich die Verkehrsfinanzierung aussieht. Die CDU regiert in Berlin. Es war jetzt gerade ein großer Verkehrskongress in Berlin. Da sagt der Staatssekretär aus dem Verkehrsministerium, 2019, das ist noch lang hin. Warum sollen wir uns da jetzt mit beschäftigen? Es ist völlig unklar, wie es mit den Entflechtungsmitteln ausgeht. Wir haben das hier in der Landesregierung geöffnet für Ersatzinvestitionen an diesem Punkt. Die CDU bleibt da jede Antwort schuldig. Und wenn man sich die Straßenschäden anguckt, wer ist denn die Fraktion, die sich massiv dafür einsetzt, dass wir hier die Gigaliner in Nordrhein-Westfalen erlauben,
dass wir diesem Feldversuch beitreten, also noch schwerere LKWs, die noch mehr Straßenschäden verursachen. Das will doch gerade die CDU freigeben. Und auf der anderen Seite, kritisieren Sie hier die massive Zunahme an Straßenschäden. Also, von daher ist es ein reiner populistischer Popanz, der hier aufgebaut werden soll. Diese Aktuelle Stunde hat überhaupt keinen realen Hintergrund. Was richtig ist in der Kritik, natürlich haben wir hier in den Jahrzehnten 70er, 80er Jahre geschlafen an diesem Punkt. Das rächt sich jetzt in dieser Zeit. Das können sich alle Parteien auf die Fahnen schreiben. Da ist keiner sozusagen ohne jede Schuld. Aber jetzt handelt diese Landesregierung. Wir haben die entsprechenden Maßnahmen ergriffen. Die Bestandsaufnahme läuft, die Sanierungsmaßnahmen laufen. Und wenn ich eine Bitte noch an den Minister äußern darf, wenn es mal wieder in den nächsten Wochen und Monaten eine Brückenkonferenz gibt, wo darüber diskutiert wird, wie die Rheinbrücken saniert werden, dann würde ich mich freuen, wenn nicht nur die Regierungspräsidenten und Präsidentinnen eingeladen werden, sondern auch die Abgeordneten oder die Fachsprecher aus dem Landtag, gerne aus allen Fraktionen, sodass wir an den Beratungen teilhaben können. Das ist ein Wunsch, den ich gerne dem Minister mit auf den Weg geben kann. Und ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Applaus